So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA San Andreas. Letzten Folge, ja, war ich ein bisschen sehr redselig und habe über Allergien und meine emotionale Abhängigkeit zu meinem Auto sehr weit ausgeführt und haben aber in der Zwischenzeit natürlich die zweite Fahrzeugliste abgeschlossen, haben auch schon das erste Auto von der dritten Fahrzeugliste, den Banshee, abgegeben und werden in der heutigen Folge... Was ist der denn? Ach, der ist dort. Ja, uns um die nächsten Autos kümmern. Und ich würde einfach mal das so weiterführen mit meinen Talks, so über mein Leben, weil ich denke mal, so ein Kommentar über, wow, ich habe es geschafft, die Lagerhalle zu passieren und renne jetzt zu dem BV Injection. Ja, wenn man nach Englisch könnte, wäre das gut. Und ja, deswegen habe ich mir einfach mal überlegt, ja, dass ich einfach mal so ein bisschen über mich erzähle, meine Problemchen, die ich habe. Meine Nase hat sich beruhigt für alle, die es nicht wissen wollen. Und guck mal, warum muss denn der jetzt mit dem Polizisten sich hier anlegen? Hat der einen Karton auf? Hä? Kann man immer gebrauchen. Hä, warum habe ich... Warum habe ich denn nur... Warum habe ich... Ich wurde doch nicht von der Polizei festgenommen. Ach doch. Doch, ich glaube, ja, ich bin gestorben. Oh nein, es kommt die Polizei. Ach so, ich habe mir gar kein Dings gesetzt. Und, Moment. Und ich war zu faul, stimmt. Oder? Ich glaube, ich wurde von der Polizei irgendwann geschnappt und ich war zu faul. Zu laden, weil ich halt nicht gespeichert habe, die Fahrzeuge. Ja, stimmt, ja, da. Oh ja, da klingelt was ganz Dunkles bei mir drin. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich hatte, ja, ein bisschen über mich. Sehr schönes Lied. Hey. Bum, bum. Bum, bum. Ja, so ein bisschen über mich erzählt. Oh nein, jetzt habe ich einen Stern. Aber ich denke... Was habe ich sogar hier? Motorräder. Warte mal, ich kann mich nicht konzentrieren. Aber ich glaube, wir haben hier auch keinen... Ach, guck mal, sind schon weg. Sehr schön. Warte mal, ich steige mal kurz in das Auto ein. Für den Fall, dass wir es doch exportieren können. Weil das sieht nämlich aus, als könnte man es exportieren. Das geht manchmal so einfach. Ich habe schon einen Blick für die Fahrzeuge entwickelt. Kann auch eine Krankheit sein. Hä, warum? Achso, jetzt habe ich immer noch keinen Stern. Ja. Ja. Also, was ich mir heute für ein Thema ausgesucht habe: Schulzeit. Ja, ich weiß, das freut bestimmt den einen oder anderen. Aber ich habe hier so einige Videos gesehen, wo... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Brust raus, die über den Druck und den Stress, den man in der Schule hat bezüglich, ne, du musst gute Noten schreiben, du musst am besten der Beste in der Klasse sein und dann hast du vielleicht mal eine 4 in irgendeinem Fach geschrieben und ja, dann kriegst du noch Anschiss von deinen Eltern und versuchst die Zensur zu verstecken, kenne ich noch nicht so gut von mir selber. Und ja, dann wirst du wahrscheinlich noch gefragt hier, warum hast du eine 4? Weil der Klaus-Peter hat 2. So, da kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, also diesen Satz habe ich nie gehört von meinen Eltern. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich die schlechten Noten von meinem Vater versteckt habe. Also meine Mutter wusste alle Noten. Ich brauche doch jemanden zum Unterschreiben. Aber mein Vater wusste eigentlich nie. Der kannte nur meine Noten am Ende des Jahres, wo er das Zeugnis unterschreiben musste. Aber ja, das war wirklich ganz schlimm. Ganz schlimme Zeit. Aber ja, ich glaube, jeder hatte so seine Wehwehchen in der Schulzeit. Die hat uns alle geprägt oder traumatisiert auch manche, ne? Weil Mobbing wird da auch sehr gern groß geschrieben. Das hatten wir... Ich glaube, von der ersten bis zur vierten war das gar nicht so schlimm. Also wenn ich ja teilweise von meinen ja, etwas älteren Freunden oder auch Bekannten höre, wie der jetzigen
Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertklässler drauf sind, Alter, mache ich mir schon echt Gedanken oder auch Sorgen, wie das dann auf der Mittelschule oder auf dem Gymnasium werden wird, weil die ja jetzt schon alle komplett durchdrehen, sich gegenseitig verprügeln oder noch schlimmere Sachen machen. Wo ich mir denke, klar, also was heißt klar? Also wir hatten jetzt bei uns einmal den Fall gehabt, da, na gut, verprügelt wurde eigentlich bei uns in der Grundschule niemand. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Es gab mal einen Moment, da gab es mal einen ganz sinnlosen Grund, dass halt einer aus meiner Klasse jemand anderen geschlagen hat. Aber es war keine Prügelei. Und der hatte so, glaube ich, auch einen Tadel bekommen gehabt und wurde dann an dem Tag auch nach Hause geschickt. Also eine richtige Prügelei, wie das gefühlt heutzutage auch irgendwie normal ist. Und die Kinder, die kriegen ja auch nicht mehr irgendwie ein Dudu. Also wenn ich das gemacht hätte, ich hätte mir so einer von meinen Eltern abholen können. Ich bin erstens nicht der Typ dafür, der irgendwelche Leute verprügelt. Aber ich hätte viel zu große Angst, dass meine Eltern davon erfahren und dann wäre ich mein Leben nicht mehr froh gewesen. Weil die hätten mir da wirklich einmal hier mein Gehirn genommen und gefühlt verbal windelweich geprügelt und dann gefragt, ob es wieder geht. Aber die jetzigen Schüler, keine Ahnung, ob es die Lehrer sagt schon, die Eltern nicht interessiert, dass ihr Kind ja irgendwelche Leute verprügelt oder beleidigt. Aber das ist halt schon echt, echt bedenklich. So, mal kurz gucken. Da muss ich schon echt sagen, dass ich froh bin. Auch war meine Schulzeit jetzt nicht perfekt oder super toll oder ohne Probleme. Aber dass ich trotzdem die Schulzeit hatte, im Vergleich zu jetzt, weil ich glaube, ich wäre komplett im Arsch. Mental und psychisch. Deswegen ja schon bei den ganzen TikToks an, ne, dass man da schon an sich verblödet wird und dann vielleicht das Weltbild vermittelt bekommt. Und da man ja in dem Alter auch leicht beeinflussbar ist, hinterfragt man ja auch die gestellten Szenen auch gar nicht. Und wenn ich dann irgendwie lese, dass wirklich, war ja jetzt vor kurzem erst der Fall, dass ein Mädchen verprügelt worden ist, es wurde gefilmt, damit man es auf TikTok hochladen kann, damit man halt voll cool ist, wo ich mich frage, was denken die sich eigentlich? Also die denken sich wahrscheinlich gar nicht, oder was haben die für eine Erziehung? Also entweder interessiert es die Eltern überhaupt gar nicht, gibt es ja auch solche Eltern. Oder die finden, ach, das ist da Injection, und die finden irgendwelche Ausreden, warum das ihr Kind das gemacht hat, weil böser, also schlechter Einfluss von anderen Schülern oder Freunden. Aber das, meine Eltern hätten mir was gehustet. Also mal kurz gucken. Am besten hier wieder reinkommen. Aber bei uns war eigentlich nie der Fall, dass man auch ausgeschlossen worden ist, weil man irgendwie nicht hip genug angezogen gewesen ist. Das habe ich jetzt bei einer Bekannten, dessen Tochter in die, oh Gott, 6., 7. Klasse geht. Also so das Alter, ne, wo es schon gern mal den ein oder anderen Zickenkrieg gibt. Und es gibt auch immer so gern diese Dreierfreundschaften, ne? Vor allen Dingen bei Mädchen. Ne? Ich glaube, bei Jungs ist es gar nicht so extrem, weil die sind gefühlt alle cool miteinander. Aber bei Mädchen, Dreierbeziehungen funktionieren nicht. Zumindest in dem Alter nicht. Weil da gibt es immer eine, hatte ich bei mir auch den Fall, dass man sich nie gleichzeitig zu dritt verstanden hat. Da gab es immer die eine, die man ausgeschlossen hat, über die man gelästert hat, sei es über Facebook oder Ask.fm damals, wo man echt gemeine Sachen geschrieben hat. Und dann hat man sich wieder mit der einen vertragen, da war die andere doof und andersrum. So, obwohl ich mit meiner Freundin, wir kannten uns seit der 3. Klasse, wo wir eigentlich schon beste Freunde gewesen sind, und dann kam die andere Freundin, die an sich auch korrekt gewesen ist, aber die hat irgendwelche Eifersuchtsschübe gefahren, dass sie immer irgendwie uns auseinanderbringen wollte. Dann war sie immer gut mit meiner besten Freundin. Dann haben die immer schön Bilder gepostet, ne, wie toll die doch Zeit miteinander verbringen.
was ja auch verletzend für mich gewesen ist und auch andersrum. Wie gesagt, ich nehme mich ja nicht raus, weil man hat das gleiche Spiel dann, ne, andersrum gespielt. Das war eine ganz, das war eine richtig dumme Zeit. Was wir auch für ein Drama hatten, wo man sich dann noch extra weggesetzt hat, ne, weil man sich gestritten hat, doch wegen irgendeinem Typen, was komplett sinnlos gewesen ist, weil es ist nicht wert, dass man sich wegen einem Typ oder wegen Mädchen streitet. So, mal kurz gucken. Blade ist in San Andreas. Ah, das war so dumm. Das war so dumm. Man hat sich auch so leicht beeinflussen. Das ist eigentlich schon traurig. Und das war ja zu unserer Zeit schon an sich schlimm. Da will ich, wie gesagt, nicht wissen, wie das wird, wenn... Ach, hier muss ich hin. Wenn die jetzige Generation erstmal 12, 13 wird. Kannst du ja komplett wegschmeißen. Ein neues Fahrzeug kann jetzt importiert werden. Ja, also man hatte ja erstmal den Stress, ne, in der Schule, dass man irgendwelche Zickereien hatte oder... Bei den Jungs war das eigentlich bei uns gar nicht der Fall. Da waren ja alles eigentlich grün, bis auf einen. Der war... Also der hat aber sich so ver... Also... Ich will nicht sagen, dass er gemobbt worden ist. Also er wurde schon... ausgeschlossen, was aber daran lag, dass er sich auch so verhalten hat oder Sachen gemacht hat, wo man dann sagt, okay, mit dir möchte ich keine Zeit verbringen, weil du eine richtig linke Ratte bist und nee, danke. Deswegen wollte halt keiner mit denen irgendwas so richtig zu tun haben. Klar, bei irgendwelchen Gruppenarbeiten, ne, hat man da mit dem zusammengearbeitet, aber der war irgendwie ganz... Nicht merkwürdig, weil ich glaube, jeder ist in gewisser Weise merkwürdig. Andere, die mich wahrscheinlich nicht kennen, würden auch denken, was hatten die Alte für einen Schuss an der Waffe? Aber der hat halt wirklich Sachen gemacht. Und er dachte, okay, das ist eine Person, dann macht man ganz großen Bogen. Die würde ich zum Beispiel jetzt in meinem Freundeskreis komplett aussortieren. Aber dass man halt, ne... Aber sonst war es bei uns den Jungs eigentlich relativ entspannt. Die haben sich auch nie wegen irgendeinem Mädchen gestritten. Das war alles Tutti Frutti bei denen. Außer bei uns Mädchen, ne? Da war dann hier Dritter Weltkrieg und man hat sich da mal einen Monat lang zerstritten und hat dann auch schön gelästert, so mitten im Unterricht. Und hat dann zu der Person geguckt. Total toll. Also das war echt eine schöne Zeit, die man da hatte. Und dann kam natürlich noch der Schulstress hinzu. Ich muss ja sagen, ich hasse Physik immer noch. Ich habe kein Grundwissen in Physik. Ich weiß, Schwerkraft war irgendwas mit 9,81 Newton pro Quadrat oder Meter. Keine Ahnung, ist mir auch komplett piepegal. Ich weiß, wenn ich etwas fallen lasse, dann fällt es runter, wegen Schwerkraft. Ich weiß, wie war das? Beschleunigung wird warm. Gab's ja auch irgendwas. Aber ansonsten hat es bei mir aufgehört. Das war ganz schlimm. Wir hatten eine ganz schlimme Physiklehrerin seit der 6. Klasse. Die hatten wir bis zur 9. Klasse. Und die hat bei mir ein Traumata verursacht. Da mache ich komplett zu, wenn es um Physik geht. Die konnte es überhaupt nicht erklären. Da musstest du jedes Mal diese täglichen Übungen machen. Ich habe nichts gerafft. Dann musstest du irgendwelchen Mist umrechnen, was ich auch nicht gerafft habe. Dann hat die uns das irgendwie erklärt mit Eselsbrücken, was ich auch nicht gerafft habe. Ich war schon einfach zu dumm. Kann auch sein. Aber Physik ist einfach, ich weiß nicht, ein ganz schlimmes Fach für mich gewesen. Und dann hatten wir aber in der 10. Klasse eine andere Lehrerin. Und dann dachte ich mir so, okay, neuer Lehrer, neues Glück. Passt jetzt auf, bist mal motiviert. Gehst unvoreingenommen an die ganze Sache heran. Er hatte dann eine 3 auf dem Zeugnis. War für mich extrem gut, weil ich hatte sonst immer noch 4. Und ich hatte, glaube ich, auch... Genau, einmal, ja, ich hatte sogar eine 6 mal in Physik gehabt. Das war, da habe ich auch überhaupt, ich habe auch nicht gelernt. Das war halt dieses typische, ich raff eh nichts, weil mein Kopf automatisch zumacht. Selbst wenn ich gewollt hätte, bei der Lehrerin ging nichts los, es ging nichts rein. So, deswegen war es immer toll, wenn ich wusste, wir schreiben eine Physikarbeit, weil ich genau wusste, welche Zensur ich mit nach Hause bringe. Ich hatte aber immer am Ende, also beim Halbjahres- und Endjahreszeugnis hatte ich immer eine 4. Da war ich konsequent. Ich habe meine 4 gehalten.
Oder auch Experimente, wo wir dann irgendwelche Parallelgleichschaltungen durchführen mussten. Und dann musstest du noch irgendwelche Sachen ausrechnen. Und dann kam irgendeine Frage, warum ist das so? Wo ich mir denke, ist mir vollkommen egal. Das hat, keine Ahnung, irgendein Professor vor, keine Ahnung, 40 Jahren entdeckt. Deswegen ist das so. Aber frag mich nicht, warum. Weil ich raff's eh nicht. Ich meine, es ist ja schon Sinn und Zweck der Sache, dass man das halt, ne, weiß, wie entsteht der Strom oder wie sind die Verhältnismäßigkeiten, aber das, also du brauchst halt eine Lehrerin, die dir es ordentlich vermittelt. Ja, dann hatte ich, wie gesagt, die 3 und in der 11. Klasse hatten wir wirklich eine nette Lehrerin. Die war wirklich nett, die war richtig nett. Da hatte ich, ich weiß, in Klausurmechanik, das vergesse ich nie, hatte ich 10 Punkte. Es war eine 2 Minus, aber ich hatte 10 Punkte. Ich war so... Ich bin doch nicht dumm. Es liegt doch an den Lehrern. Da hatte ich wirklich, ich glaube, so 8 oder 9 Punkte am Endjahreszeugnis. Und ich war so richtig stolz auf mich. Ich habe wirklich gedacht, oh, jetzt geht's los. Jetzt kriege ich hier die Erleuchtung in Physik. Und dann hatten wir in der 12. Klasse einen richtigen Arschlochlehrer. Der war richtig asozial. Der war aber auch bei uns in der Schule bekannt, dass der richtig gemeine Arbeiten schreibt. Die waren richtig dumm. Und ich habe mal von jemandem gehört, wenn man Chemie und Mathe kann, kann man auch Physik? Kann man nicht. Ich habe Mathe geliebt. Ich bin ja auch, also habe ich jetzt auch irgendwie, schäme ich mich auch nicht dafür. In der 7. Klasse hatte ich ja fast eine 5 mal Mathe. Auf ein Halbjahr. Und dann, ja, haben mich meine Eltern zur Nachhilfe gezwungen. Und ich muss sagen, das habe ich bis zur 12. Klasse knaller durchgezogen, zweimal die Woche. In den Ferien, in den großen Ferien waren das, glaube ich, mal genau eine Woche. Hello, du klingst wie Caesar Salad. Und, warte mal kurz gucken. Ach, das ist der hier. Ja, das habe ich halt bis zur 12. durchgezogen. Und ich glaube, in den ganzen 5 Jahren gab es... Mal weg. Gab es vielleicht... 3 Tage nicht gegangen bin, weil ich einfach mich krank gefühlt habe, aber ich muss sagen, ich hatte den besten Nachhilfelehrer, den es auf der Welt gab. Der war richtig cool. Ich muss auch sagen, er hat auch meinen Humor sehr geprägt. So richtig flache Witze, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, was ist das für ein Witz, aber es hat mich zerrupt. Wirklich. Und dieser Mann, dem verdanke ich, dass ich Mathe lieben gelernt habe. Ich liebe es. Ich habe es geliebt, weil jetzt mache ich es ja nicht mehr, aber wirklich mich dahinter zu klemmen. Wirklich nachzudenken und Zusammenhänge selber herauszufinden. Und ich hatte zwar nur Mathe-Grundkurs belegt, aber er hat mir dann auch so Leistungskursaufgaben gegeben. Und es hat mir Spaß gemacht. Das hatte ich in der 5. und 6. Klasse nicht. Aber das war eine echt coole Zeit. Und ich hatte auch eine echt geile Truppe. Also hat es wirklich Spaß gemacht, so Nachhilfe zu gehen und ist auch eine Sache, die ich auch jedem empfehlen würde. Also man muss sich auch jetzt nicht dafür schämen, weil im Endeffekt wird man dadurch auch selbstbewusster, wenn man dann wirklich sieht, okay, du kriegst bessere Noten. Du bist jetzt nicht mehr derjenige, der eine 4 oder eine 5 hat, wo der Notenspiegel schön an die Tafel geschrieben wird, bevor die Klausur ausgeteilt wird und du siehst die eine 5 und du weißt genau, du bist die eine 5. Also es hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich hatte eigentlich auch nur Mathe-Nachhilfe, weil Physik haben wir zwar auch gemacht, aber es hat, wie gesagt, es hat nichts gebracht. Es war, also in der Nachhilfe habe ich das zwar verstanden, also konnte ich so nachvollziehen, aber sobald ich in der Klausur saß, alles weg. Das war wie bei Man in Black, da war alles weg, komplett weg. Ja, und dann Chemie. Chemie habe ich, glaube ich, auch erst in der 11. Klasse lieben gelernt. Wir hatten zwar eine echt bescheidene Lehrerin, die war sogar oben Stufenberaterin, wie die zu diesem Posten gekommen ist, ist uns allen ein Rätsel gewesen, weil die konnte nicht richtig schreiben, die hatte gefühlt in jedem Wort irgendeinen Rechtschreibfehler, die hatte bei jeder Berechnung irgendwelche Rechenfehler drin, also... Oh, ich werde langsam hungrig. Hungrig nach Geld. Ja, aber die... Da weiß ich noch, da hatte ich in meiner ersten Chemieklausur 5 Punkte. Oder 6, ich glaube, nee, es waren 5 Punkte, was auch jetzt eine 4 ist. Also weiß ich auch nicht, meine Glanzleistung, wo ich auch dachte, ja, das fängt jetzt wieder super an in Chemie. Und ich weiß noch, da hat sie dann gesagt, ja, also wer in dieser einfachen Klausur
5, 4 oder 3 Punkte hat, ja, es wird nicht besser. Es wird dann nur schlechter werden, ne? Also so wurdest du motiviert als Schüler, wo ich mir denke, cool, danke, da habe ich jetzt richtig Bock. Und entgegen ihrer Aussage sind bei mir die Klausuren immer besser gelaufen. Da hatte ich dann 8 Punkte und dann 10, 11, 12 und hatte dann am Ende 10 bis 12 Punkte auf dem Zeugnis. Also so viel zum Thema, ja, wer das verkackt, da wird es nicht besser. Aber da habe ich wirklich auch Chemie, das war, da bin ich dann auch aufgegangen. Das war auch schön. Habe ich sogar Experimente gemacht. Ich war auch immer eine der Personen, die Angst hatte, wenn ich den Brenner anmachte, dann explodiert hier das ganze Chemielabor. Weil ich so viel Respekt hatte oder wenn ich mir, keine Ahnung, Salzsäure irgendwie, also gut, wenn ich mir drüber kipp, dann jetzt ist es ja weg. Aber selbst bei einfachen Sachen, die harmlos sind, hatte ich immer größten Respekt davor. Ja. Ja. Aber das war wirklich echt entspannt. So Chemie und Mathe. Wie gesagt, Physik war mein größtes Hassfach. Das werde ich auch nie wieder los. Und dann kam noch Geschichte. Geschichte war auch so ein Fach. Also da hatte ich auch eine Lehrerin von der 5. bis zur 9., glaube ich. Die war richtig asozial. Die war so eine richtige Krücke, war die einfach nur. Ich weiß noch, da hatte ich einmal eine 3. Ich glaube, das war Romulus und Remus. Da ging es irgendwie um Rom oder um den Hügel und hast du nicht gesehen. Und ich muss sagen, ich habe in den ersten 2, 3 Jahren auf dem Gymnasium das schon schleifen lassen. Also in der Grundschule, also von der 1. bis zur 4. ist mir das so zugeworfen, das Wissen bzw. das Verständnis. Und war da auch immer gut, hatte so meine 2 oder auch meine 1. Aber war jetzt nie irgendwie so ein Streber oder so ein Überflieger. Und jetzt auch schon in der Polizei. So, deswegen habe ich halt es nie so richtig gelernt zu lernen, weil ich immer aufgepasst habe und alles war subidupi. Achso, komm, nämlich einfach dich mal kurz. Und in der 5. Klasse, wenn es dann wirklich vom Niveau her ein bisschen höher ist, ja, verkackt man dann halt sehr oft und hat dann vielleicht nur eine 3 oder auch ab und zu mal eine 4. Und man denkt, ja, warte mal, aber in der Grundschule, da hatte ich eine 2 und eine 1. Aber das Lernen erstmal zu lernen, das hat bei mir 3 Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe. Und der Satz, du lernst nicht für mich, sondern für dich, stimmt. Also, dann hat mir aber auch Lernen Spaß gemacht, so komisch wie das klingt. Ich habe dann meinen Lernrhythmus gefunden, der für manche vielleicht ein bisschen sehr merkwürdig zu sein scheint, aber mir hat es geholfen. Das war wirklich, ja. Da bin ich auch sehr beruhigter und entspannter immer in die Klausuren gestartet, weil ich meistens immer in der 5. bis zur 7. immer, ne, einen Tag vorher angefangen habe zu lernen, so was schreibt man eigentlich. Und dann, ne, braucht man sich ja nicht so wundern, wenn man da eine 3 oder eine 4 hat. Kann ich das eigentlich so lange hier warten, bis die Sterne weg sind? Wo renne ich eigentlich gerade hin? Ich renne gerade, glaube ich, irgendwo anders hin. Ich habe gar kein Ziel. Ich habe mir gar kein Auto jetzt hier. Oder? Nee. Ey Gott. Moment. Haben wir gleich hier eins in der Nähe? Ja. Okay. Dann nehmen wir das jetzt hier noch. Da habe ich mich hier voll verquatscht und nicht mal irgendwie ein Fahrzeug hier anmarkiert. Ja. Ja, also das Lernen zu lernen ist auch schon mal eine Kunst für sich. Und ja, ich hatte, wie gesagt, in dieser Hügelarbeit eine 3. Und da wurde mir so nahegelegt, ja, ich würde mir überlegen, ob du aufs Gymnasium gehörst. Ne? Wo ich mir denke, ja, Mädchen, ich habe eine 3. Eine 3 ist an sich auch eine gute Zensur. Sorry, dass ich keine 1 geschrieben habe. So, ne, so war die drauf. Ne? Und die hatte mich immer gefressen gehabt. Und hat mich auch bei Fragen, wo die wusste, dass ich das nicht weiß, hat die mich drangenommen. Das war eine richtige Hexe. Und ich weiß noch, einmal durfte ich ihr die Bücher mit hochtragen zum Ende des Jahres. Und ich bin eine sehr freundliche Person. Sehr höflich. Und habe
natürlich die Lehrer im Lehrerzimmer gegrüßt, ne? So richtig nett und freundlich, so wie ich das halt von meinen Eltern halt kennengelernt habe. Oh mein Gott. Haben wir hier irgendwie... Warte mal. Ich glaube, da ist der. Fuck, die kommen da. Mann, lass mich mal in Ruhe. Und da hat sie zu mir gesagt, wow, ich weiß... Oder, Mensch, ich weiß ja gar nicht, dass du freundlich sein kannst. Wo ich mir denke, ja. Zu dir bin ich nicht freundlich, weil du einfach eine richtige Hexe bist. Wäre ganz schlimm. Ja, dann hatten wir eine andere Lehrerin gehabt. Das war meine Lieblingslehrerin. Die hatten wir auch in Ethik gehabt. Da hatte ich dann wieder eine 2. Da hat das Lernen auch wieder Spaß gemacht, weil ich für sie gelernt habe. Weil ich wollte, dass sie, wenn sie meine Klausur korrigiert, denkt, ha, was für eine Schülerin. Die hat's verstanden. Ach, und jetzt gebe ich eine 2. Ja. Oh Mann. Aber hier irgendwo manche. Oh fuck, es fängt doch an zu regnen. Ja. Und die hatte ich dann in der 11. wieder. Da hat man meine Referendariarin. Die war richtig cool. Da hat es auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Und. Mal weg. Geh weg. Mein Gott, lass mich schon mal in Ruhe. Und. Ja, da hatte ich wieder meine 2. Also war richtig gut in Geschichte, darüber überlegt, da mündliche Prüfung zu machen. Und dann kam die alte Schabracke wieder in der 12. Klasse. Und ich hatte da 10 Punkte in Geschichte und dann hatte ich auf einmal wieder 5, 6 Punkte. Und ich mir dachte, geil. Lass mich in Ruhe. Ach, dieser Huntley, doch. Ach doch, es war der Huntley. Ach so, schön. Ja. Da hatte ich mir meine 5, 6 Punkte. Aber, was sie nicht wusste, ich habe mich für das Thema interessiert. Da hatten wir nämlich gerade einen kalten Krieg. Alter, geh mal nicht auf den Sack. Mann, bist du dumm? Ja, hatte mich einen kalten Krieg. Und das sollte ich nämlich, das weiß ich noch. Ach fuck, ist auch egal. Das ist eh zu spät. Guck mal, wie das aussieht. Sinnlos. Sollte ich, was war denn das? Den Kalten Krieg erklären. Und da habe ich das runtergerattelt. Und da war die richtig erstaunt, dass ich das konnte. Da habe ich mir gedacht, ja, du doofe Ziege. Ich pass auch auf. Damit hast du nicht gerechnet, weil die wahrscheinlich dachte, oh ja, jetzt stelle ich ihr wieder eine Frage und das kann sie wieder nicht beantworten. Oh, wir warten jetzt einfach mal hier. Und wollte mich halt ins offene Messer laufen lassen, aber dann habe ich sie richtig gegeben. Ja, das ist so schlimm gewesen, ey. Also, wie man als Lehrer so sein kann, aber die hat auch ihre Lieblinge gehabt. Das war dann, das hat man mal richtig gemerkt, ne. Da hat jetzt jemand Himmel hochgelobt, ne, aber... die sie nicht leiden konnte, aus irgendwelchen Gründen, weil man in der ersten Arbeit eine 3 geschrieben hat, zu Remulus und Romulus und dem scheiß Hügel, wird man dann hier 7 Jahre wie Dreck behandelt. Ja, aber Schule ist doch schön, ne? Das war jetzt mal wieder ein kleiner Ausflug in meine Schulzeit. Ich hoffe, ihr hattet... Guck mal, wo ist er fahren? Ne, hoffentlich... bessere Schulzeit. Also, gut, ich kann mich nicht beschweren. Ne? Ich wurde jetzt hier nicht irgendwie verprügelt oder sonst irgendwas. Ne? Das, ja, also da war es doch sehr human bei uns in der Schule. Aber ich hoffe, ihr hattet nicht so viele, nicht solche Lehrer und nicht solche Streitereien. Aber ich denke, jeder hat so sein Päckchen aus der Schule mitzutragen, was einen heute belastet und wo man jetzt so denkt, mein Gott, warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich mir das gefallen gelassen? Aber ja, also ich würde jetzt schon gerne mit meiner jetzigen Einstellung nochmal zur Schule gehen, um zu wissen, wie es anders gelaufen wäre. Auch vom
Wissensdurst her, weil jetzt würde ich wirklich lernen und jetzt nicht irgendwie ist alles so Larifari nehmen. Das ärgert mich schon ein bisschen, dass ich das so schleifen gelassen habe. Aber ja, es gab halt so andere Problemchen, andere Sachen, die damit reingespielt haben, wodurch man in der Schule nicht so aufgepasst hat am Anfang. Aber ja, ne, da hat, wie gesagt, jeder sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denn für Schulstorys so habt. Hoffentlich lustige und nicht allzu traurige. Und ja, jetzt gucke ich mir hier das Polizeiauto mal beim Kreiseln weiter zu, bis ich vielleicht jetzt nur noch einen Stern oder gar keinen Stern mehr habe. Und ja, werden in der nächsten Folge auf jeden Fall die letzten Fahrzeuge mitnehmen. Ich denke nicht die kompletten 8, aber ich denke 2, 3 oder 4 werden da schon mit dabei sein. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.